Gucken wir uns einmal auch im Ganzen an. Und an der Verkündigung möchte ich Ihnen einmal zeigen, das hat uns der Marco Cappellini auch schon mal in der Kulturbehörde gezeigt, das ist ein schönes Beispiel dafür, um das Messwerkzeug sich anzuschauen. Wir haben hier ein Messwerkzeug und können einmal schauen, 8 cm hat sich Leonardo für diesen Ausschnitt gegeben. Und dann können wir auch mal hineinschauen, mit welchem Detaillierungsgrad eine Stadt im Nebel von Leonardo dann damals gemalt wurde. Wir haben jetzt hier einen Ausschnitt, das können wir uns anschauen, ja, von 10 cm, was er da alles untergebracht hat. Das ist schon eine wahre Meisterleistung. Wir haben darüber diskutiert, ob er überhaupt wollte, dass wir so nah ranschauen, aber wir können es jetzt und ja, insofern können wir auch immer ganz schön sehen. Dass wir so ein Messwerkzeug haben, ist natürlich insofern ganz wichtig, weil wir durch dieses Zoomen natürlich ständig die Maßstabsebene verändern. Wir gucken uns Bilder viel größer an oder viel kleiner. Insofern ist es immer ganz gut, mal wieder so eine Möglichkeit zu haben.